Der Verein Volunteers for Humanity hat sich seit 2018 auf die Hilfe in Syrien spezialisiert. Im Zentrum der Hilfsleistung steht ein medizinisches Projekt. Der Verein sammelt in der Schweiz medizinisches Material und schickt das nach Syrien in Kriegsgebiet. Warum gerade nach Syrien, erklärt Marit Neukomm. Wir haben die Kriegsbilder gesehen, die seit 7 Jahren von Syrien kommen, aus dem Bürgerkrieg. Und die vielen Opfer mit den Kindern und die Leute aus den Trümmern geborgen werden. Und wir haben die Augen verschliessen können und haben die Möglichkeit gesucht, in Syrien direkt zu helfen. Wir haben eine Partnerorganisation von Birmingham gefunden, die direkt unsere Spenden dort auf Syrien bringt und dort verteilt und den Menschen, dass es gut kommt. Die medizinischen Hilfsgüter bekommt Volunteers for Humanity von Schweizer Spitälern, Arztpraxen sowie direkt von Herstellern. Das Material muss im Lager in Aarau sortiert, verpackt und gewogen sowie auf einem Pallet für den Versand vorbereitet werden. Der 2,5 Meter breit und 39 Meter lange Container zu beladen, ist jedes Mal eine Herausforderung. Ist alles Material verstaut, wird der Container zuerst per Lastwagen und dann per Schiff nach Syrien transportiert. Dort werden die Hilfsgüter an Spitäler und Arztpraxen verteilt. Hallo, ich heiße Dr. Ahmed. Wir sind hier in einem Spital im Norden von Syrien. Heute hat das Regime verschiedene Plätze in der Region bombardiert. Viele Verletzte sind in dem und am weiteren Spital eingeliefert worden. Die Situation hat sich verschlimmert. Sie ist jetzt sehr schwierig und gefährlich. Das Personal in den Spitälern arbeitet unter ständiger Angst. Das, weil Spitäler in der Vergangenheit immer wieder Ziel von der Bombenanschlag sind worden. Wie dringend dass die Hilfsgüter in Syrien benötigt werden, zeigen die Bilder aus dem Spital, wo der Dr. Hamed die Leitung hat. Laut dem Arzt fehlt es an allem. Spitalbett, Laborgerät, Operations- sowie Verbrauchsmaterial. Es ist alles Material, das in der Schweiz zum Teil nicht mehr gebraucht wird. Durch den Versand von Material nach Syrien schafft der Verein Volunteers for Humanity eine Win-Win-Situation. Die Spitäler und Arztpraxen in der Schweiz sparen die Entsorgungskosten, und in Syrien ist man froh, wenn endlich der nächste Container mit Material ankommt. Für die Zukunft lässt sich nur hoffen, dass so Bilder gleich der Vergangenheit angehören. Bis es soweit ist, engagiert sich Volunteers for Humanity weiterhin für die Hilfe in Syrien.